Willkommen zurück zu Lies of P. Wir gehen mal wieder direkt ohne Unschweife los und holen uns unsere Ergos zurück, weil wir in der letzten Folge gestorben sind bei einem der größeren Gegner. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, hoffen wir mal, dass wir den nicht verlieren. Es wären 1000. Gut, wäre auch verschmerzbar, aber trotzdem. Ein bisschen dumm gestorben, aber naja. Ich wäre beinahe wieder hingerannt und hätte vergessen, dass da einer steht. Wie machst du denn das? Ich ziehe ihn vielleicht mit der Puppe schon einfach zu mir. Hallöchen. Puppöchen. Und du, Frechdachs. Fix eins drüber. Zack. Jetzt kann ich mein Leben nicht wiederherstellen, weil kein neues. Auch hier. At least. Hier rennen wir einfach vorbei. Hier oben können wir ignorieren. Ah, man verliert auch seine Farbe, wenn man stirbt. Na gut, macht Sinn, ne? Muss man nicht wirklich groß drüber nachdenken. Eigentlich. Immerhin haben die Gegner nicht die Ergos. Ich stelle mich auch schon wieder sehr dumm an, weil ich während ich... Oh, danke. Während ich hier kämpfe, denke ich drüber nach, ob ich mal das Blocken einfach mal übe. Oh nein, der ist aber auch gerade schon wieder ein Frechdachs. Warum sage ich das? Frechdachs. Also, das klingt ja auch nach. Ich glaube, wenn es... ein Let's Play wäre, würde ich es üben, das Blocken. Ich bin gleich wieder tot. Ja, am Arsch. Der hat auch gerade ein richtig gutes Angriffsmuster, um entspannt zu kämpfen. Also, wirklich. War ja richtig schrecklich gerade, ey. Na gut, ist dann halt so. Machen wir es nochmal. Ist ja auch kein Problem. Achso, das brauchen wir nicht. Keine Ahnung. 2. Kann ich blocken bei denen üben oder auch nicht. Je nachdem. Na komm. Es hat nicht komplett abgeblockt. Zwar den ersten Schlag komplett geblockt, aber die danach nicht. So. Erstmal das wiederholen und dann einmal den guten Kollegen machen. Kann ich mit... Ich vergesse halt auch immer wieder, dass es deren dritten Angriff hinterher schleudert. Wenn ein solcher Gegner schon herausfordert, was soll denn das werden, wenn man bei den richtigen, harten Bossen steht? Der macht halt auch so richtig viel Schaden durch meinen Block. Das war stabil. Mal hier an der Seite. Ja. Einmal das rein und... Also so stark wie die sind, gehe ich fast davon aus, dass sie nicht mehr auftauchen. Und der rennt einem halt die ganze Zeit einfach gnadenlos hinterher. Ich darf auch nicht auf zu viel Abstand gehen. Sonst macht er seinen Sportangriff. Alter. Dreimal an so einem Gegner gestorben, der eigentlich übelst einfach ist. Gnadenlos am Verkacken.
Ja. Ich bin immer noch tiefenentspannt. Jedenfalls so halb. Bis mir dann die ersten Fehler auch auf dem Weg passieren. Und guck mal, ich renne hier ja auch schon wie bekloppt durch. Wenn dann plötzlich ein Gegner mich erwischt oder so. Boah. Ich würde jetzt aber wirklich mal gerne testen, wenn wir die töten, wenn wir den töten, ob der dann respawnt. Wir könnten auch einfach mal bei den anderen gucken, die wir getötet haben. Naja. Ah, das ist wirklich... Ich fühle mich so absolut nicht confident mit dem Ausweichen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich nicht confident mit dem Ausweichen fühlt, Alter, ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Ich habe gerade nur... Ich wollte gerade unbedingt den schweren Angriff ansetzen. Jetzt bin ich zum fünften Mal oder so gestorben bei dem. Alter, was ich sagen wollte, ich fühle mich überhaupt nicht confident mit dem Ausweichen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass das so... Es ist ein bisschen schwammig. Man hat keine Iframes, also Invisible Frames, wo man nicht gehittet werden kann, glaube ich. Und man kommt auch nicht so weit vom Gegner weg. Aber es könnte sein, dass das mit meinem Gewicht zusammenhängt, weil ich habe ja schon 55 Belastung. Das ist ziemlich viel. Vielleicht geht es besser, wenn ich weniger Belastung habe. Blocken für den Teil kann ich zwar nutzen, aber der macht auch durch meinen Block richtig viel Schaden. Dann müsste ich aber perfekt blocken. Das Spiel ist aber auch kein Sekiro. Und ich glaube nicht, dass man alles perfekt blocken soll. Bin mir nicht sicher. Ich weiß halt auch nicht, wie ich jetzt mein Gewicht... Oh, ich kann hier nicht stehen bleiben. Ich weiß auch nicht, wie ich mein Gewicht noch ein bisschen reduzieren soll. Ich meine, der wiegt 10. So. Dann wäre ich bei 40. So. Wirkt aber jetzt auch nicht schneller. Oder? Nee. Also sieht nicht schneller aus. Es ist auch schwer zu erklären. Es ist so, während man spielt, merkt man das einfach so ein bisschen, dass es mit dem Ausweichen. Aber naja, vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Sollte mal mehr ausprobieren. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Ihr könnt mir auch gerne sagen, ob das was mit den Gewicht zu tun hat. Langsam lerne ich aber seine Muster, weil ich jetzt zum fünften oder sechsten Mal gegen ihn kämpfen muss. Jetzt geht das wieder los. Wenn ich einen schweren Angriff setzen will, blockiert er mich komplett. Jetzt reicht es aber mal. Nicht so weit weg, sonst macht er wieder seinen komischen Stürmer. Danke, endlich. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Gucken wir mal rein, wenn ich die ausrüste. Wie sieht damit Gewicht aus? Okay, etwas schwer. Wie sieht das dann aus? Sieht irgendwie nicht... Deine Ausrüstungsschwerwerte verringern sich deine Bewegungsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration. Wenn das jetzt explizit dasteht, weiß ich nicht, ob das so... Ob das ein Unterschied... Also wie das so ist.
Mit Ausweichen. Okay, was haben wir hier? 40 weniger Haltbarkeit, wiegt ein bisschen mehr, 0,8. Diebstich, bla bla bla. Entschlossenheit geht's auf B. Ich habe schon wieder vergessen, was wir geskillt haben. Wegen den Entschlossenheit haben wir geskillt. Das wäre natürlich nice für uns. Wir würden weniger Schaden machen, so einiges weniger. Hier. Ach, einiges weniger. 4 Schaden weniger. Okay, gut. Pulszellen hat's mehr. Die Pulszellen hängen mit den Schwertern zusammen. Ist auch interessant. Farbe Schadensreduzierung beim Blocken. Geht um 1,8 hoch. Um über 50%. Was hat das dann so? Ich weiß nicht, was das mit Hieb und Stich bedeutet. Naja, physischer Angriff, Pulszellenladung, bla bla bla. Dann eine Schere für großen Hieb nach vorne. Erhöht vorübergehend deinen nächsten Angriff. Für deinen Angriff. Erhöht vorübergehend deinen Angriff für den nächsten Treffer. Okay. Boah, muss ich sagen, klingt jetzt nicht so, als würde ich das ausrüsten wollen. Hat er andere Muster beim Angreifen? Oh ja. Das ist aber weird. Okay, der hat richtig wenig Reichweite. Oh, der ist super langsam. Nee. Dann gehe ich immer auf das, also. So ein bisschen Agilität ist schon geil. Aber dann habe ich wahrscheinlich falsch geskillt, wenn ich bei der Waffe gesagt bekommen, dass Entschlossenheit mein Skill ist und die super langsam ist. Naja. Zerrissene Kritzelei. Es juckt. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. Blutblut. Hübscher Kokon. Blaue Engel. Heutiger Appetit. Was für ein Festmahl. Tod und Tod, ich lebe, es juckt. Okay. Wieder nichts gelernt. Na komm. Komm bitte. Und ein neuer Gegner, der auch blockt. Ich lade den schweren Angriff auf und er greift halt an. Wie unbelohnt das bitte ist. Dummes Sau. Das ist keine Abkürzung, oder? Doch, das ist eine Abkürzung. Guck mal, das haben wir ja vorhin von oben gesehen. Hängt übrigens dieser eine Depp. Können wir dann wieder hoch und auf der anderen Seite konnten wir auch noch mal runter. Wären wir dann hier wahrscheinlich irgendwo. Ja, gut. Ach, und hier war das. Ah, ja. Den habe ich ja von oben schon gesehen. Was war das? Oh, hallo. Hallo. Ich glaube, ich konnte gerade einen Crit machen, während der es so ausgeholt hat. Für eine Sekunde habe ich das Zeichen dafür gesehen. Und hier ist der Fahrstuhl. Abkürzungszeit. Yay. Machen wir mal frei. Ah ja, okay. Ich muss nicht fahren. Das hat schon gereicht. Was ist das? Alter, habe ich schon erschrocken. Ja, jetzt wo man es weiß, war es dumm, dass ich dagegen geschlagen habe. Scheiße. Ich muss auch öfters reparieren. Oh. Nope. Nope, nope, nope. Gehen wir noch nicht hin. Sehe ich gar nicht ein. Sieht mir nicht so aus, als
würde ich. Also es sieht so aus, als müsste ich ja weiter, aber das ist auch oft das Problem. Ich bin jetzt schon oft genug bei einem Gegner gestorben. Jetzt noch gegen Boss kämpfen. I don't know. Okay, ich könnte jetzt so hier machen. Kommen alle her und dann machen wir diesen. Oder auch nicht. Wir haben es optimal genutzt, was uns zur Verfügung stand. Ja, ausnahmsweise sind die Hunde mal das kleinste Problem in dem Spiel. Sonst sind Hunde immer übelst nervig, aber die sind hier echt okay. Bisher. Könnte sich ja nochmal ändern. Wer weiß es schon. So. Noch mehr Ergo. Ah, guck mal, ne? Hier war ja der Weg, wo es hochging, aber wir kommen anscheinend auch hier auf die andere Seite. Den Typen. Auf dem. Ah, schnell, schnell, schnell. Oh nein. Ich habe so gar keinen Bock, gegen dich zu kämpfen gerade. Ja, lauf da rein, bitte. Danke. Ich sterb jetzt gleich wieder. Das ist hier ein Fiesta, ey. Wirklich frech. Ja, sorry, dass ich jetzt so schlimm kämpfe, aber ganz ehrlich. Oh nein, ich habe so gar keinen Bock gerade zu sterben. Und da bin ich tot. Aber das könnte man bestimmt auch viel sicherer spielen und so. Aber. Ich sehe gerade noch nicht wie. Und generell, das Spiel ist schon gerade nicht leicht. Ich habe auch schon lange kein Souls-like gespielt. Man muss halt erstmal reinkommen, wenn man dann so peu à peu mal eine Stunde spielt und dann wieder nicht. Ist auch immer ein bisschen schwierig. Naja. Nicht beschweren, weitermachen. Bitte öffnen Sie die Tür. Vielen Dank, werte Person, Dame, Mann, Frau. Ja, na klar, zwei. Ist ja kein Thema. Wird noch der Dicke da hinten kommen? Ah, noch ein Hund. Ah, ja. Mhm. Okay. Ja, wenn ich weiter in die Richtung renne, trigger ich vielleicht wirklich noch den Dicken. Wenn er noch lebt. Die Schwerter kann man kaputt machen. Oh nein. Wie spreche ich gerade, bitte? Alter. Das war schon wieder Reinigungsampulle, Attributsleiden entfernt. Was? Was für ein Leiden hatten wir denn? Abgesehen davon, dass ich andauernd bei Gegnern sterbe. Egal. Stimmt, wir konnten auch hier lang. Dann gehen wir hier lang. Muss ich nicht nochmal zu den Leinen. Ich block schon viel, aber es bringt absolut nichts in dem Spiel. Stand jetzt. Vielleicht gibt es irgendwann
eine Waffe mit 100% physisch, aber ich glaube, die wird dann auch nicht viel Schaden machen. Und weg. Ich kann nicht schnell genug laufen. Warum mache ich das? Also dagegen schlagen, das ist vollkommen dumm. Alter. Manchmal stellen wir sie wirklich wieder als Mensch an. Ey. Naja, gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter zu unseren Lieblingshunden. Also müssen wir doch nochmal da vorbei, um zu gucken, was wir auf der anderen Seite der Leiter haben. Wir könnten auch die Leiter hochklettern. Aber wir müssen trotzdem mal vorbei von daher drauf. Ist egal. Schön. Dann erstmal die Ergos wiederholen. Zack. Du Kumpel, kriegst jetzt das hier ab. Keine Gnade. Boah, ich merke gerade, dass ich sehr ruhig werde, wenn ich mich konzentriere. Ich wollte nicht schon wieder bei dem sterben. Erstmal Schwitzmodus aktiviert für so einen Standard-Mob. Aber anscheinend... Ich gehe dann gleich nochmal zurück und gucke, ob der Große noch da ist. Der ist da nicht mehr rumpatrouilliert. So glaube ich, dass er tot ist und dass er auch wegbleibt. Who is it? Is that you? Oh, I guess not. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, I wish I was like him. If only we could play together, Murphy. Okay, Murphy. Könnt Murphy finden. Und, yo, Resident Evil. Und nochmal Resident Evil. Erstmal einfach einen Hund durch die Scheibe gesprungen. Die legen es auch echt hier auf Jumpscares an, ne? Na gut. Akzeptiere ich. Ist ja auch ein bisschen düster hier. Und ich damit. Ja, schön. Und wir warten. Nice. Wenn. Ein Isolierungskonverter, den können wir bestimmt hier benutzen. Ja. Wiegt 0,9 mehr, macht aber alles ein bisschen höher. Feuerschadensreduzierung, das. Rein. Why not? Ja, wir wiegen mehr. Gut, ich habe mich schon beschwert mit dem Ausweichen. Wer weiß, wie das ist. Aber. Ist ja geil. Achso, ja, jetzt waren wir ja schon auf der anderen Seite. Das heißt, hier unten haben wir jetzt alles abgeklappert. Jetzt gucke ich noch, ob der Dude spawnt. Und dann können wir theoretisch zu dem eventuellen Boss gehen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist kein Boss. Attention. Achso, und er ist weg. Okay, gut. Dann sind die so gedacht, dass sie schon ein bisschen schwieriger sind. Und dass man da durchaus mal stirbt. Weil, wenn sie jetzt weg sind, dann... Also wenn er jetzt weg ist, dann... Ist ja auch easy. Okay, gut, hier ging es nicht nochmal lang. Ich verliere manchmal ein bisschen die Orientierung. Gerade wenn man nebenbei ein bisschen redet, geht es doch ganz schnell, dass man mal die Orientierung verliert. Die Alchemistenbrücke. Bewölkter Morgen. Oh, ist das Morgen? Das sieht immer schön aus.
Hast du da gleich was richtig Schlimmes? Ich glaube, ich weiß, was passiert. Oh, Geppetto ist hier. Hallo. Zufälligerweise wolltest du Geppetto. Hast du ihn gesehen? Hallo? You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like I know what ist you are. Cool aus. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Oh Gott. Okay, der hat ja eine richtig geile Waffe. Ich habe keine Heilungs-Items. Ich werde sterben. Ich kann ihn backstabben. Den habe ich geblockt. Ja. Wenn er angreift, kann ich ihn backstabben. Das schaffe ich ihn. Doch. Okay, der greift sehr langsam an. Dann kann man gut aus umlaufen. Konzentration ist angebracht. Oder auch nicht. Wenn ich ihn jetzt... komm. Dankeschön. Ich muss ihn ja nur ein paar Mal treffen, dann kriege ich wieder ein bisschen Heilung. Und was geht jetzt ab? Oh, das war stabil, ey. Das war wichtig. Das war dumm, dass ich nochmal geblockt habe. Ja, das denkst du, dass das mein Ende war? Warte mal, so 1:30 und dann bin ich wieder da. 3000 Seelen haben wir liegen lassen. Na, die wollen wir auf jeden Fall wieder haben. Müssen wir noch mal an den vorbei. Wir können ja auch eigentlich skippen, wenn wir wollen. Will ich die skippen? Da ist ein Hund, das ist dämlich. Wenn irgendwo ein Hund rumläuft, ist dämlich zu skippen. Ich skippe sie. Ne, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich laufe in die falsche Richtung. Ja, ich skippe sie voll. Ich hätte die nicht mal triggern müssen. Noch besser. Lasst mich in Ruhe, geht bitte weg. Danke. Bleibt bitte da. Die bleiben da. Nett von dir. Du? Nett. Danke. Bis morgen, Bernd. Ciao. Wir sehen uns eh in 2 Minuten. Und du? Du wartest hier auf mich. Das ist aber nett von dir. Einmal reinlöten. Das Licht bleibt auch an, wenn wir sterben. Okay. Na gut. Hallo. Das brauche ich. Na doch, komm. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich überhaupt heile. Ah, ich bin zu... triggerfreundlich, was das Blocken angeht. Ganz ehrlich. Ach Mann.
Na, das wird, glaube ich, schon wieder nichts. Wo? Wo? Oh, von hinten. Ich hab so dumm wo geschrien, weil ich nicht wusste, wo das Fenster sein soll. Seine Waffe ist einfach kaputt gegangen. Wie geil. Ich bin wirklich begeistert von dem Spiel. Bin ich nicht mehr so begeistert. Wir brauchen die Heilung. Das war wichtig. Oh Gott. Ja. Haben wir, oder? Ja. Schön. Gepetto? Hallo? Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Okay. Was haben wir denn da Spannendes bekommen? All about your use the stalker's key to open the bridge door. Then it will catch up. But hope. Okay, wir haben mehrere Dinge bekommen. Und zwar haben wir das bekommen, Enigma-Montagewerkzeug. Okay, damit kann ich meine Griffe frei kombinieren, oder was? Okay, das darf ich dann an den Stargazern machen. Und was haben wir noch bekommen? So eine Sache, oder? Ich habe nur das rechts gesehen. Ach so, ja, die Kleidung. Und ein Schlüssel. Oh, das sieht cool aus. Das ist nice. Ja. Ja, definitiv. Also, es wäre echt schade, das jetzt nicht zu benutzen. Das ist ja richtig. Das ist übel geil. Ja, los geht's. Gehen wir weiter. Versteckt der Mondschein. Ja, so versteckt war der jetzt auch nicht, aber... Okay. Ah, und da haben wir den nächsten Stargazer. Wir rennen. Der Bosskampf hat mir gefallen. Also, mal abgesehen, also er war jetzt nicht so schwer. Aber ich... Braucht da gar nichts zu sagen mit den Minigegnern. So about that weapon assembly tool you were talking. If you find any more weapons, okay, jetzt kann ich hier Waffen.
Du kannst Waffen über Eugene im Hotel oder bei einem Stargazer montieren. Du kannst... Ich überlege die ganze Zeit, ob Eugene richtig ist. Egal, du kannst deine Waffe in Klinge und Griffe aufteilen, um zu neuen Waffen montieren, die zu deinem Kampfstil passen. Die Eigenschaften einer Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Würde heißen, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, boah, Bruder, ich will unbedingt das haben. Aber mit dem. So. Ne? Okay. Ja. Es überfordert mich gerade ein bisschen. Ich könnte das jetzt hier drauf machen. Guck mal, das macht unsere Skalierung schlecht. Das macht alles so... Naja, ne? Und wenn wir den Griff machen, kriegen wir mehr Schaden. Und es wiegt nur 2 mehr. Und die Skalierung geht auf B hoch. Über das, was wir skillen wollen. Entschlossenheit. Jetzt gucken wir mal. Und sie greift noch genauso an. Wie vorher. Ja, das ist doch perfekt. Oh, weil es nicht geändert hat. Nochmal. Den Griff würde ich hier drauf. Ah. Ja. So, jetzt habe ich das montiert und zusammengeschraubt. Und jetzt... Oh. Nee. Nee. Das ist es nicht. Ach so. Und wie würde der Knüppel in Kombination mit dem Griff laufen? Da würde er übelst ausrasten, oder? Jo. Rastet übelst aus. Das ist nice. Aber da kann man sich schöne Ups. Ich war gerade bei Dreieck. Da kann man sich schöne Kombinationen zusammenstellen, weil er hat ja, sie haben ja unterschiedliche Fabelkünste und Skalierungen. Das ist nice. Ich nehme erstmal wieder das Schwert. Ich finde das vom Angriffsmuster am besten. Dann würde ich, glaube ich, jetzt nochmal nach Hause gehen und ein bisschen skillen. Hallo. I'll use my power to help you. Ja, ich würde gerne ein bisschen leveln. Wow, wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4. 4 Level. Machen wir ein 15 draus, machen wir eine 10 draus. Ja, und Vitalität, hallo. Also, let's go. Gucken wir nochmal bei ihr vorbei. Vielleicht hat sie was Interessantes. Das war vorher nicht, oder? Das hab ich habe das nicht einfach... Nein. Habe ich das übersehen einfach nur? Mir war es... Der konnte handeln. Gab es sonst noch einen Händler? Nee, ne? Welcome to... Ach ne, ich will jetzt nicht reden. Kaufen. Okay, na dann reden wir mal. The Stalkers are Kratz Vigilantes. The Bastards are an organization of guards for the Alchemists and the Workshop. The Sweepers are an organization of guards for the... Historically, the relationship between the two groups has been turbulent. That is what little I know beyond the hotel walls. Okay, nö. Ciao. Dann. Ja, perfekt. Dann würden wir an der Stelle Schluss machen. Wir haben heute sogar mal was erreicht. Wir haben den Boss besiegt. Geil, da können wir nächste Folge schön weitergehen. Können wir gucken, was noch passiert. Jo, ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.